Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen, sorry. Gerade wollte ich meine Begrüßung machen und bin draufgekommen, dass die Tür zu meinem Aufnahmestudio noch offen war. Egal. Wir sind hier bei Malakai Makaison in der Story-Kampagne von Total War Warhammer 3. Wir haben hier eine weitere Chaos-Zwerg-Patrouille vor uns, die wir jetzt stürmen werden. Und jo, das mit vollem Karacho und maximaler Action. Action. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine eher infanterielastige Armee. Beim letzten Mal, das war ja eher eine konstruktlastige Armee. Aber das macht nichts. Das werden wir auch so hinbekommen. Einmal, das ist glaube ich dieser Schädel. Eisendämon, okay. Und zweimal Magma-Werfer oder Magma-Kanone. Magma gegen Belegurn. Na gut. Wir haben sogar eine schön vorteilhafte Position. Und das Wetter ist wie immer schlecht. Aber auch klar, wir sind in den finsteren Landen unterwegs. Da ist natürlich ein bisschen düster insgesamt. Jo. Die Musketenschützen haben mittlerweile eine Geschossstärke von 31 auf Rang 9. Das ist schon heftig, weil die Chaoszwerge mit Dönerbüchsen hier die Erhorde in der Armee sind unabgegradet und haben unabgegradet 49 Geschossschaden. Es ist schon heftig. Kommst du? Spiegelt ein bisschen gerade. Bisschen vor, alle. Ja, und wir ballern einmal auf seinen Taurus, vielleicht kommt er dann. Feuer, Feuer auf den Flattermann. Ja. Für alle, die gern den High Ground haben. Bonk. Oder auch nicht. Aber jetzt Bonk. Aber jetzt Bonk. Bonk. Gib mir den Bonk. Ich will den Bonk. Vor ins Gesicht. Also wenn der uns hätte treffen sollen, dann wäre das zumindest ein halbwegs gut platzierter Schuss geworden. Ja, dann schießt auf die Magma-Kanone. Und wir lassen ihn ein bisschen kommen. Ah, jetzt kommt er. Hatata. We are relentless. Und we are Phantaras. Natürlich. Also, liebe Speergrung, liebe Grundis, Geistgrundis, schieß auf den Taurus. Schlitz. Ja.
Ach, Chaoszwerge, was ist mit euch? Ah, schieß auf die Magma-Kanone. Na, da kommen wir immer mal entgegen. Hier umlaufen, okay, wird nicht ganz hinhauen. Ihr schießt auf die Infanterie einfach mal. Bitte auf die höllischen Wachen. Felix fliegt los. Rodrik kommt in die Richtung. Dann gehen wir's los, gehen wir's an. Auch hier drüben. Slayer kommen dazu. Schießt auf den Eisendämon. Schießt auf die Dönerbüchsen. Dann brauchst du alles rein, was du so hast. Und gehst an Chen. Felix. Haut mir alles rein, was der so hat. Geh auf die Wache. Und wir können nochmal Bumm machen. Ja, der richtige Anflugwinkel. Ja gut, ist es jetzt auch nicht, aber okay. Ach gut, schnappt euch die Magma-Kanone. Ein Buse-Dase. Schieß. Ah, das ist die. Das ist der Angriff, okay. Jo, dann. So. Ich hätte hier anfangen sollen. Das ist ein bisschen schlecht platziert jetzt. Aber ich glaube, ein bisschen was hat's gemacht. Hier flankiert's. Und dann schön in den Rücken. Gyrokopter. Wobei gut, wir brauchen da nicht ans Aufreiben denken, es ist ja eine Aufgabenschlacht. Was lebt da noch? Ein paar höllische Wächter. Ah, wir haben es schon. Oder? Haben wir es? Sind wir jetzt gut? Einfach herrlich. Einfach herrlich. Aber es wird langsam eh Zeit, dass wir uns einmal die richtige Einheit, die richtige Grollbarke, dann auch mal rekrutieren. Damit wir nicht immer nur diese Fähigkeit haben. Was lebt denn eigentlich noch, Leute? Ah, da hinten! Da hinten macht uns der gerade einen Wookie. Dieser komische Zerstörer, okay. Denk mal schon, gibt's ja nicht. Ja, haben jetzt gut Verluste gemacht, weil ich das nicht gesehen habe. Aber gut, was soll man machen? Was soll man da sagen? Was soll man da tun, außer ein Soletti essen? Entschuldigung, eine Salzstange. Keine Werbung. Okay, gut. Malakai Makaisen. I what? Man levelt auf jeden Fall schön dadurch, ne?
Schön, 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 schön. Better tooling, better guns. Du. Tödliche Klinge und gut weg. Mehr Kampfskills. Ja, was bräuchten wir denn? 9600. Wenn es weiter nichts ist. Ja. Also, was? Ja, bitte sehr. Infection? Only thing that's kept dwarves alive. Ja, und mach mal. Ja, die Kohle können wir sicher für was anderes noch investieren. Was anderes, das, was uns Geld bringt. Ja, schau. Und mehr Edgold. Der Hammer ist unterwegs. Werden wir dann sich holen in der nächsten Runde. Meh. Ready to do the guild's bidding. Thrundilein. Machen wir mal den weg. Ragnis Vengeance on the Fall. Gut. Ja, du bleibst genau da. So be it. Du bleibst ebenfalls genau da. Hier wäre noch eine Schlacht. Naja, dann müsste man bei ihnen ins Territorium rein. Aber wurscht. Kann man ruhig machen. Da bin ich überhaupt nicht. Zarina. Da habe ich überhaupt keine Skrupel, das zu tun. Okay. Jo, dann schauen wir in die nächste Runde. Dann schauen wir, dass wir in der Folge das auf jeden Fall noch hinbekommen, weil dann triggern wir auch schon die finale Schlacht dieses Abenteuers. Und können dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, dann schon diese Abenteuer, diese Abschlussschlacht dann machen. Ich glaube, legendäre Schlacht heißt es wirklich, ne? Finale Schlacht, okay. Guti. Ja, geht direkt. Komm, mach. Das ist jetzt eine eher artillerielastige Armee. Ja. Wollen wir. Ach komm. Ich habe gerade kurz überlegt, wir hatten gerade eine Schlacht, ob ich es automatisch machen soll. Aber es ist halt einfach eine fette Battle und. Weil wenn wir es jetzt automatisch gemacht hätten, hätten wir die finale Schlacht in dieser Folge schon machen können. Ja. Aber wir wollen ja ein bisschen was sehen in diesem Run, ne? Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Soll ein bisschen Action da drin sein in dem ganzen Spielchen. Okay. Das so platzieren, dass ihr auf den Mörser schießen könnt. Thank you.
Jo. Gut, dann kommen wir ihm entgegen. Die KI wird da sicher ein paar Treffer landen, sonst. Oder auch nicht. Versager, so genannt. Versager. Oh. Kommt sie immer rüber und ballert direkt auf ihn. Wird eine schöne Furtschlacht dann werden. Eine schöne Furtschlacht. Ja, as fast as the legs can go. Da waren ein paar Treffer dabei. Nur habe ich eigentlich eher gesagt, ich soll jetzt auf die Artillerie gehen. Wir kommen zu ihm. Du kommst darüber. Du kommst hier mit. Ihr kommt hier mit. Ihr kommt hier mit. Und die Gyrokopter. Kommen hier mit. Gut, der hat Prügel bezogen. Wir brauchen da drüben ein paar Langwerte mehr. Wenn das noch geht. Geistkronis. Das macht einen Schaden. Das macht Schaden. Haut's ab. Du machst deine Speerfähigkeit auf die Magma-Kanone. Hier. Ballert's. Felix. Hau alles rein, was du hast. Und geh auf ihn. Du schießt auf ihn. Kannst du. Ja, du kannst. Die Wachen. Feuergliefen. Wenn die da so stehen, so schön. Macht's einmal. Wow. Roterek hat ein bisschen durchgezogen. Auch deswegen. Ach, gut, Dreck. Gut, Kommandant ist weg. Dann haben wir es. Dann haben wir es ja. Jo. Gut. Genau 1000 Gegner. Genau, volle 1000 Gegner. Tschüss. Ja, nehmen wir eher das Geld. Malakai Makaisa. Und du gehst zurück. In Richtung heimatliches Territorium.
geschlagene Schüsse. Dann der liebe Felix. Utrek kriegt auch noch sein braves Level up. Wer so brav war, der Bub, wollte ich sagen. Okay. Explosives Expert. Also 9-6. Fehlt nicht viel. Vielleicht haben wir irgendwo. Ui. Ja, macht den meisterhaften Waffen. Vielleicht mag uns irgendwer noch irgendwelche diplomatischen Deals verkaufen. Schaut aber nett danach aus. Plague Weaver. Oh. Ah, das ist die. Okay, das ist die finale Schlacht. Ja. Jo, das werden uns dann beim nächsten Mal zu Gemüte führen, liebe Leute. In der Zwischenzeit. Und dann sparen wir uns. Wobei, Kopfrechnen, 6.000, 9.000, naja, geht sich nicht aus. Das restliche Geld sparen wir uns für dieses Donnerbarken-Ding. I like to move it in a bit. Guild secrets will be used. Okay. Der liebe Zamnil. Ja, da kommt dann mal ein Zwergenkrieger raus. Du kommst rein. Agreed. I've cast the runes. Summon me if you dare. Und dann holt sich ihr. Was ist eigentlich hier los? Ist hier irgendwas los? Okay, hier ist nichts los. Mit dem lieben Kugat. Und dann farmen wir einfach ein paar Objekte hier ab. Geld und Sohnen. Kann man immer brauchen. Kann man ganz einfach immer brauchen. Okay. Und weiter. Grimgorg ist weg. Ach, Grimgorg. Du enttäuscht mich, Grimgorg. Moving. Nope. So. Freund Malakai, du kommst. Wieder ein befreundetes Gebiet. Und bitte die Fertigungslinie. Der Zusammenbau hat neue Höhen der Effizienz erreicht, sodass entlang der Fertigungslinie die komplexesten Designs zum Leben erweckt werden können. Jo, und da wird es dann so sein, ist zwar schade um Rang 9, aber wir werden uns dann. Wobei 70 Geschossstärke ist schon eine Wucht. Wow. Von welcher Einheit wir uns trennen werden? 105. Ja, wir werden uns von den Slayer-Piraten trennen. Tut zwar ein bisschen weh, aber.
Muss dann sein. Yeah. Die Frage ist, ob wir uns hier mit denen noch anlegen wollen. Buckelberg. Ja, vermutlich macht das ja alles die Zarina im Alleingang. Jo. Yes. Dann by the Grudge-Bearer's will. In See stechen und hier hin. Und was mit dem zu tun bekommen werden, wird man dann sehen. Ready. Forwards. Mal schauen, was hier so los ist. Sheesh. Die Antwort lautet ja, hier ist alles los. Okay, jo. Eventuell ist hier Vorstoßen dann vielleicht doch nicht so gut. Da müssen wir ihn dann ein bisschen taktischer kommen lassen. Oder wir ziehen Zamnil noch dazu. Könnten wir eigentlich machen. Könnten wir tun. Nenadochtsk. Und weiter. Da ist Kugat wieder. Der alte Kumpel. Ja, das kriegst du ja von Saras weg. Okay. Dann kommst du hier hin. Es wird wahrscheinlich drei Runden dauern. Ja, schade, aber ist so. Ihr habt uns gut gedient, werte Slayer-Piraten. Geht hin und findet Frieden. Oder Bugmans, je nachdem. Manche wollen gern Frieden, andere Bier. Ein Bier. Ja, bauen wir hier die Frachtregale. Und bauen uns aus. Das dauert noch zwei Runden, okay. Garnison bitte. Add Gold. Dieser Altar eigentlich. Ah, der ist da oben weiter. Okay. Jo, dann wird's interessant, wie es hier weitergeht. Mit Village. Ob der irgendwie sich uns in den Weg stellen möchte, ob er das Tänzchen wagen möchte mit uns. Voreilig von mir, voreilig. Tralala. Du alter Fiesling. Du alter Fiesling. Ja, wir haben zu wenig Schlachten gemacht. Yes. The throng agrees. Komm. Rache und drauf. Tschüss.
Geld. Dann geht's ein Level up. Time for a reckoning. Du kriegst. Ja, Axt ist das eigentlich gut, ne? Ja. For the wisdom of Valea. Ja, dann reparieren wir da halt. Ready. Kommst in die Siedlung. Dann schauen wir, ob wir vielleicht Village stehen können, ob das funktioniert. Was hast denn du schon wieder vor, Scarbrand? Volle Kanne auf den nächsten Schatz drauf. Schatzilein. Und hier wäre eigentlich Stufe 4 gut. Was braucht man für Stufe 4? Wie viel Geld? 7,2. Ja, dann noch das Eisengebäude. Ja, geht's ja aus. Dass wir in der nächsten Runde dann die 7200 haben. Und hier machen wir einfach weiter. Du hast ein Level Up. Einheiten angreifen. Und gut ist es. Runde 91. Einen Speicherer machen wir wie üblich und weiter geht's. Und ob wir ihm egal noch kriegen, was ist denn jetzt das? Tja. Etwas ähnliches hatte ich heute in dieser Aufnahmesession schon. Ich lehne es mal ab. Schade, er kommt trotzdem mit beidem. Ach, meine Herren. Meine Herren und Herrinnen. Tja. Okay, das wird ein interessanteres Ding. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Das wird sonst zu lange dauern. Ja, wir gegen Scarbrand. Mir schwant eigentlich schon wieder Übles, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ein paar Langbärte jetzt mehr dabei. Ja. Aber ob es wieder so ausgehen wird, wie in Folge 13, glaube ich, war es, werden wir dann das nächste Mal sehen. Scarbrand schon wieder. Jo, falls ihr gespannt seid auf die Abrechnung mit Scarbrand, falls ihr genauso gespannt seid, wie das ausgeht wie ich, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir geben Gas. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.